Und hallo und willkommen zurück zu First Time in Paris oder First Time in Paris. Wir müssen hier noch das Bild zusammensetzen. Aber ich sehe gerade, wir müssen die Dinger hier schieben. Moment, kann ich die drehen? Ich kann die nicht drehen, ne? Oder kann ich die doch drehen? Ich kann die doch drehen. Okay, dann ja, da muss ich mal gucken, wenn ich die doch drehen kann. Könnte das interessant werden. Das passt nicht. Gehört das vielleicht nach unten? Nee, das passt nicht, weil hier ein normaler Tellerrand ist. Jetzt bin ich gerade ein bisschen befragt. Das passt nicht da. Das Ei muss dahin. So rum. So wird ein Schuh draus. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Hier haben wir noch eine Tellerkante. Das passt perfekt. Das gehört dann hier hin. Nee, das passt hier überhaupt nicht. Warte mal, so rum, ne? Genau, okay. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das da hinstellen vielleicht? Nein, das passt nicht. Da muss die Tellerkante hin. Das passt auch nicht. Da muss sie da hin. Okay, das passt. Die Tellerkante passt auch nicht. Die muss da hin. Wo ist korrekt? Okay, dann müssen wir das noch beides tauschen. Das passt und das passt auch. Wir haben euch die traditionell bretonischen Pfannkuchen geschmeckt. Die waren so gut. Wie kann es sein, dass wir erst jetzt davon erfahren haben? Ja, die sind so gut, dass sie eines Gedichts würdig sind. Haha, möglicherweise, aber ich habe nicht wirklich Lust, über Pfannkuchen zu schreiben. Die sind einfach nur nicht romantisch genug. Ah, und welche Art von Essen wäre romantisch genug? Käse natürlich. Ihr müsst wissen, dass ich eine sehr ernste Beziehung zu La Fromage habe. Hat jemand Käse gesagt? Ich feiere Käse so sehr. Anscheinend haben du und meine Tochter etwas gemeinsam. Je suis content. Die Liebe zum Käse ist eine wunderbare Sache, die man teilen kann. Käse ist Liebe, Mama. Du kannst der Wahrheit nicht entkommen. Weißt du, wir sollten später Käse kaufen gehen. Stimmt's, Lisette? Gute Idee, Nicole. Treffen wir uns später wieder. Es gibt da diese schöne Fromagerie, wo ich früher immer eingekauft habe. Das hört sich gut an, abgemacht. Oh, ihr zwei habt aber viel Käse bestellt. Aber klar doch, das ist das erste Mal. Was? Das wird das erste Mal sein, dass ich mir etwas gegönnt habe. Seit du weißt schon was, da musste ich einfach übertreiben. Ja, Mama, ich schließe mich da Lisette an. Ehrlich gesagt, haben wir wahrscheinlich nicht genug bestellt. Was? Nur wenn ihr das sagt, ich hoffe nur, dass wir alles aufessen können. Oh, Backe. Oh, Backe. Ja, das könnte jetzt interessant werden. Ist das hier komplett? Das ist komplett. Okay, das wird jetzt... Ich kenne mich mit Käse nicht aus. Und jetzt muss ich alles sortieren hier? Uff. Okay, hier ist eine Unterkante von einer 8. Bingo. Okay, das könnte passen. Wir gehen einfach der Reihe nach. Das sieht gut aus. Okay. Jetzt haben wir hier Dreieckskäse. Da haben wir noch so eine Soufflé-Käse. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich hier gerade einen Hänger. Was haben wir denn hier? Hier haben wir so runden Käse. Da kann man nichts gucken. Das ist so ein eckiger Käse. Oben in der Ecke hier. Das passt. Da haben wir so runden Käse. Ich hätte gesagt, dass die Käse irgendwie zusammenpassen müssen. Das passt nicht. Das passt nicht. Wir brauchen was mit der Spitze hier. Das passt zusammen hier schon mal, okay. Die Frage ist nur, wo muss das hin? Wo muss das hin? Das haben wir. Hier müsste noch irgendwas anderes hin. Das sieht so ein bisschen so flehmäßig aus. Das hier? Nee, passt überhaupt nicht. Das passt auch nicht. Das müsste eine Spitze nach oben sein. Das sind noch eckige Sachen, die hier. Das passt. Okay, hier haben wir so runde, große Sachen. Das passt. Jetzt haben wir hier so runde, gestreifte Sachen. Runde, gestreifte Sachen nach unten. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir hier so schräge Schiffchen-Sachen. Schiffchen-Sachen.
Die drei passen zusammen. Wo gehört das hin? Ich wüsste, wo die hinkommen, ne? Die drei hier. Warte mal, das könnten wir dahin machen. Dahin. Und dahin. Das passt aber leider noch nicht. Das passt. Okay, jetzt müssen wir hier gucken. Hier haben wir Brote. Das passt. Jetzt müssen wir noch ein Dingens hier oben haben. Der hier vielleicht. Jo, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir den noch wechseln. Der hier. Okay, die unterste Reihe ist schon mal fertig. Das ist doch schon mal schön. Das passt auch zusammen. Wir brauchen so ein Soufflé-Dingen hier. Dann, Moment, wieso kann ich die nicht mehr wechseln hier? Moment, hier haben wir noch solche Dinger. Steckt das irgendwo über? Steht das irgendwo über hier? Nee, ne? Hier. Okay, das passt. Das heißt, das muss hier hin. Okay, dann haben wir die fast alle komplett. Jetzt müssen wir hier noch einen Teil haben. Das passt. Dann muss das hier hin. Und die müssten wir dann beide drehen? Nee, kann ich nicht, weil die nicht passen. Okay. Kann das sein, dass das da hinkommt? Jo. Passt perfekt, okay. Also läuft es mit dem Gedicht, Lisette? Hast du schon eine Inspiration gefunden? Nun, dieser Käse hat es fast geschafft. Er ist ausgezeichnet. Aber dann erinnere ich mich an meinen Ex-Mann und ich weiß nicht. In letzter Zeit werde ich so wütend, wenn ich daran denke, was er mir angetan hat. Und je mehr ich über alles nachdenke, was passiert ist, desto wütender werde ich. Ach, das tut mir echt leid. Ich wollte nicht auf einmal so negativ werden. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Lisette. Ja, du kannst nichts für deine Gefühle. Aber weißt du, Lisette, was du gerade über deinen Ex-Mann und so gesagt hast, ich glaube, das könnte ein wirklich gutes Gedicht werden. Hä? Ja, es klingt nach einer guten Idee. Ich sollte es sofort aufschreiben, bevor ich wieder vergesse, was ich gesagt habe. Können wir in einem Café gehen? Ich glaube nicht, dass ich mich hier auf das Schreiben konzentrieren kann. Ja klar, los geht's. Okay, Mann, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir sind die ganze Zeit unterwegs hier. Das nehmen wir mit. Und das schöne Ende. Wow. Das war jetzt nicht so viel. Weihnachtsmann ist hier. Eine Schnecke, ein Eis. Haben wir hier. Schnecke sehe ich gerade nicht. Eine Kronleuchte. Hier. Eine Rohrzange in Rot. Was war noch ein Helm hier, der hier oben rumhängt? Wo ist hier ein Helm? Hier. Pokal müsste auch auffallen. Hier. Eine Puppe ist hier. Da haben wir noch einen Schokodrink oder so. Ich habe keine Ahnung. Und die Blume ist hier. Da ist ein Fun Fact. Das regionale Zugsystem von Paris sollte ursprünglich Metro Express Regionale Defense Etoile heißen. Kurz Merde genannt werden. Stattdessen wurde schließlich der Name Ressort Express Regional verwendet. Okay, Merde. Okay, auch nicht schlecht. Da kommt man echt auf die abgefahrensten Namen, ne? Boxhandschuhe sind hier. Schnecke ist da. Der Löffel macht mir Sorgen. Wo ist der denn? Ich sehe den überhaupt nicht. Die Kamera. Sehe ich auch gerade nicht. Den Schatten. Schatten, Schatten, Schatten. Da ist der Schatten. Kaktus hier. Eine Rohrzange in Rot. Wo könnte die denn sein? Ich brauche noch einen Löffel. Löffel, eine Kamera und eine Rohrzange. Finde ich gerade nicht. Löffel. Eine Rohrzange und eine Kamera. Da ist die Kamera. Okay, Löffel.
Das ist auch ein Schatten, ne? Ja. Da sind Schatten drauf, aber der Löffel passt hier nicht. Und die Rohrzange sehe ich auch nicht. Tja, der Bonus ist schon weg. Der ist Fujikato. Da ist die Rohrzange im Schatten. Und der Löffel ist nicht zufällig auch im Schatten hier irgendwo? Nee, ne? Nee. Wo kann denn der Löffel sein? Ich sehe den nicht. Da oben am Haus, ganz in der Ecke. Okay. Du hast Hans Nacht für den Tag über den ganzen Modus freigeschaltet, okay. Immer ein Fun Fact mitgenommen. Möchtest du noch einen Kaffee, Lisette? Nein, danke, es würde mich nur ablenken, wenn ich jetzt aufhöre zu schreiben. Oh, bist du mit deinem Gedicht schon fertig? Noch nicht, ich stecke schon eine Weile an dieser einen Zeile fest, aber ich bin sicher, dass ich eine Lösung finde, wenn ich mich ein bisschen mehr konzentriere. Wenn das so ist, sollte Nicole und ich dich vielleicht in Ruhe lassen. Wir müssen uns sowieso noch mit Mohammed treffen. Oh, also gut, bis morgen und danke für heute. Bis morgen, Stella, wir können es kaum erwarten, dein Gedicht zu lesen. Okay, Nicole, genau die, die ich sehen wollte. Hey Mohammed, warst du so aufgeregt, mit uns zu reden? Okay, ich weiß ja, dass wir eigentlich nur reden wollten, aber ich könnte wirklich eure Hilfe beim Einkaufen gebrauchen. Ach, dann werden wir dir natürlich helfen. Wir können laufen und uns dabei unterhalten. Danke euch beiden, ich stehe in eurer Schuld. Also gut, hier ist, was ich brauche. Muss ja nicht im großen Einkaufsladen einkaufen gehen? Oder ist hier der Markt zufällig um die Ecke? So, gucken wir mal. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt hier alles Schlag auf Schlag und wir sind bald fertig. Da ist schon mal das Fragezeichen. Eine Blumenbrosche. Kartoffeln habe ich hier gesehen. Fernrohr ist da oben. Sternschnuppe ist da. Picknickkorb ist hier. Gucken wir erstmal hier rein. Ein Strudel. Da. Tabletten. Okay. Was haben wir hier? Ein Meißel. Eine Sonnenbrille. Golfball. Und ein Farbpinsel. Okay. Jetzt brauchen wir ein Schild. Schild ist das nicht. Okay, das hier? Auch nicht. Jetzt brauchen wir eine Polizeimütze. Ist hier. Hamster. Ist da. Der Buchstabe R. Blumenbrosche. Eine Blumenbrosche. Wo ist die denn? Da. Feueralarm. Da. Handsäge ist hier. Ein Windspiel ist aber das nicht hier, ne? Nein. Das hat mich schon gewundert. Das ist auch kein Windspiel. Wo ist denn hier ein Windspiel? Da. Der Buchstabe R sehe ich nicht. Hier. Nee, ist kein R. Okay. Das ist ja wieder zu einfach. Den nehmen wir gerade noch mit. Der Vertrag, der den Spanisch-Amerikanischen Krieg beendete, wurde in Paris verhandelt und unterzeichnet. Mit dem Vertrag trat Spanien, Puerto Rico, Guam und die Philippinen an die Vereinigten Staaten ab. Okay. Ein Schild mit der Buchstabe R. Das zählt aber nicht hin, der Dartscheibe, nein. Schild. Wo ist der Buchstabe R? Der Buchstabe R. Ich sehe ihn gerade nicht. Hier, das sieht ein bisschen aus wie ein R, aber das zählt ja nicht. Wo ist denn hier ein Buchstabe versteckt? Wahrscheinlich wieder so offensichtlich, dass ich sie da nicht sehe. Versuche mich gerade wieder ein bisschen zu konzentrieren, in der Hoffnung, dass ich dann doch noch den Buchstaben finde, so. Und dass ich wieder überspringen muss. Donuts sehe ich hier, ja, aber Buchstaben R sehe ich jetzt überhaupt nicht. Da ist das gemalt, aber ansonsten. Man muss das eigentlich eine Zeit lang auf sich wirken lassen und dann sollte es eigentlich so finden sein. Frage ist nur, wo? Das kann doch nicht so schwer sein, einen Buchstaben zu finden hier. Da hinten irgendwo? Nee, auch nicht.
gerade die Ränder ein bisschen ab in der Hoffnung, dass ich das da vielleicht finde. Weil meistens gucke ich in die Ränder nicht oder ich gucke nicht direkt in die Mitte. Das kann dann auch sein, dass dann das da ist. Ich sehe aber gerade kein R hier. Chamäleon. Luftballons, Grammophon. Kein Buchstabe R zu sehen. Ich will aber auch nicht zu lange warten, damit ihr nicht so lange warten müsst, weil dann zwischendurch dauert das ja doch schon ein bisschen lange. Ich finde ihn gerade nicht. Ist egal, dann gucken wir. Den habe ich doch angeklickt. Warum hat er den nicht genommen? Du hast Läden bei Nacht für den unbegrenzten Modus freigeschaltet. Das ärgert mich jetzt aber gerade. Den habe ich angeklickt. Naja. Okay, ich denke, das ist alles, was ich brauche. Ich danke euch vielmals. Nicht zu danken, ich bin nur etwas neugierig. Brauchst du wirklich alles, was wir gekauft haben? Wozu braucht der Falafelladen überhaupt Tapioca-Perlen? Ja, wenn die Kunden es wollen, dann bekommen sie es auch. Trotzdem, einige dieser Zustände sind wirklich seltsam. Ja, aber welche Wahl habe ich? Wie auch immer, das ist genug Gerede für die Arbeit. Ich hoffe, ihr mögt Galettes, denn ich habe uns welche zum Abendessen besorgt. Galettes? Was ist denn Galettes? Er kocht, was die Kunden haben wollen, okay. Aber das ist doch kein Falafelladen mehr dann, oder? Bin ich jetzt doof. Oder kocht ihr das trotzdem noch? Aber dann wird es doch irgendwann zu viel. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir gucken mal. Ob wir das hier zusammenkriegen. Das ist alles hier. Wir machen erstmal die Kanten, würde ich sagen. Dass wir das hier zusammenkriegen. Das könnte da sein. Okay, das kommt hier hin. Das noch nicht. Das kommt dahin, das kommt hier hin. Das kommt dahin. Dahin und dahin. Das kommt dahin, okay. Das kommt dahin. Das da, ich habe keine Ahnung, was das sein soll hier. Das passt überhaupt nicht. So. Okay. Passt. Gefüllte Teigtaschen. Die sind lecker. Nicht wahr? Diese Birnengalettes sind in letzter Zeit sehr beliebt geworden. Ich frage mich, ob Birnenfalafeln auch ein Hit wäre. Birnenfalafeln? Was ist falsch beim Falafeln, die du bereits verkaufst? Gar nichts, aber es kann nicht schaden zu experimentieren, oder? Ich meine, wie soll ich denn Kunden sonst. Wie soll ich denn Kunden was sonst geben, was sie wollen? Ich schätze schon, aber Moment. Willst du was trinken gehen? Ich glaube auch. Nein, aber ich zu schnell. Sorry, ich würde mich euch gerne anschließen, aber ich muss auf morgen vorbereiten. Gute Nacht. Also, sie hat gefragt, ob sie was trinken gehen wollen. Da habe ich schon wieder, ich weiß nicht genau, manchmal habe ich irgendwie so einen Zucken in meinem Finger. Das ist nicht so toll. Dann klicke ich hier manchmal weiter. Ich muss eigentlich die Finger von der Maus nehmen, damit das nicht passiert hier. Ich weiß nicht, was das ist. Als wenn ich irgendwie so einen Reflex habe, weil ich gerade irgendwas, ja, weiß ich nicht. Und es hat keinen Sinn, wenn... Und schon ist er weg. Was machen wir jetzt? Wir können immer noch was trinken gehen, wenn du willst. Juhu, genau das, was ich hören wollte. Da sind wir wieder. Okay, diesmal suchen wir andere Dinge. Bin gespannt, da ist die Fragezeichen. Trommel ist hier. Hier, was? Steht der Dirigent und leitet die Musik. Was brauchen wir denn? Wo ist der Leitstab? Oh nein. Wie soll ich den denn hier finden? Bevor, dass ich die Sachen überhaupt gefunden habe. Dollarzeichen und Anker. Anker ist hier. Dollarzeichen war da. Ist nicht mehr da. Das ist ein Dollarzeichen. Vier Schwerter. Hier war eins, hier war eins. Da war eigentlich auch eins, das ist weg. Das ist jetzt hier. Noch ein Schwert. Da ist der Stab. Hier brauchen wir einen Adler. Der Adler sichert deine Zukunft, wie was, ne? Schnurrbart. Eine Eule. Yin-Yang-Symbol. Vielzweckklemme. Und eine Feder. Okay. Mikrofon ist hier versteckt. Das habe ich schon gesehen. Ein Ski. Ist hier ein Ski versteckt? Skier? Schwert und Heugabel. Heugabel war hier oben. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest?
Hier ist ein Geschenk. Wir brauchen eine Schere. Diamantring. Da. Ein Rubin. Ist auch da. Jetzt wollen wir noch den Ski. Und das Schwert. Wo ist das letzte Schwert? Das letzte Schwert. Achso, den können wir noch anmachen. Lustiger Fakt. Das einzige Weingut, das es noch in Paris gibt, ist das Clos Montmartre. Es wurde im Jahr 1933 von der Stadt Paris ins Leben gerufen, um zu verhindern, dass Immobilienunternehmer den Grundbesitz aufkaufen und erschließen. Okay. Auch interessant. Auch nicht schlecht. Wird das dann verwaltet oder gehört das irgendwem dann, der das da haben muss, sag ich mal so, und nicht ändern darf? Ein Ski und ein Schwert. Ich sehe keinen Ski, wo ist der denn? Tja, das ist jetzt wieder ein bisschen blöde. Das ist... Achso, das war hier Dingens. Keine Ahnung, mit Löchern. Ach, eine Schaufel soll das sein hier. Okay, das macht Sinn. Guck mal, das ist der Saturn. Da hängt er einfach so im Fenster. Oder Shisha? Nein, Shisha ist es auch nicht. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Was haben wir hier? Das sieht aus, als wenn sie was hat, aber da ist nichts, ne? Nee. Was ist das hier? Kenne ich nicht. Tja, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt hier. Jetzt gehen wir die Sachen aus langsam. Da ist noch ein Schwert. Wo ist der Ski? Ich sehe den nicht. Das müsste ja irgendwas Langes sein, glaube ich, ne? Da ist ein Schläger. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich sehe ihn wieder nicht. Er fällt gerade nicht auf. Hier ist auch nichts, ne? Nein, die Säulen sind alle frei. Ich hätte gesagt, hier sind Zwischenräume, auch nichts. Das ist aber kein Ski, oder? Tasche, Baseballschläger, Löwe. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Ne, finde ich gerade nicht. Wo ist es denn? Boah, okay, das hätte ich da nicht erkannt. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Du hast Cocktailbar für den unbegrenzten Modus freigeschaltet. Okay, dann sind wir auch durch. Es scheint, als gäbe es viele freie Plätze, also können wir... Warte, Lisette. Okay, Nicole, seid ihr auch auf der Suche nach etwas flüssigem Selbstvertrauen? Flüssiges Selbstvertrauen? Oh, Stella, geht es um dein Gedicht? Mein Gedicht? Ja, ich sollte mein Gedicht einreichen, da ich jetzt nicht mehr nervös bin. Willst du es dir lieber nicht nochmal durchlesen? Gesendet. Jetzt wird gefeiert. Mädels, ich hole uns eine Runde Kir Royales. Wir trinken, bis es wieder hell wird. Dann, wie viel der Drink ist das? Prost. Oh, Backe. Lisette, warum ruft sie mich so früh am Morgen an? Oh nein. Was? Oh nein. Natürlich können wir vor der Sorbonne. Verstanden, wir sind gleich da. Was ist denn los, Mama? Lisette hat mir gerade erzählt, dass L'Atelier de Hugo ihr Gedicht abgelehnt hat. Oh nein. Ja, übel, sie will sich mit uns im Quartier Latin treffen. Gehen wir. Okay, Nicole, danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Das ist wohl kein Problem, Lisette. Natürlich sind wir für dich da. Was ist denn genau passiert? L'Atelier de Hugo, sie sagten, dass mein Gedicht nicht ihren Standards entspricht. Ich verstehe das nicht. Ich bin einfach nicht mehr gut genug. Hey, sag sowas nicht, Lisette. Du musst sicher einfach nur etwas, wieder deine Stimme finden. Ich weiß nicht. Können wir sehen, was du geschrieben hast? Vielleicht können wir dir ja helfen, herauszufinden, woran du arbeiten kannst. Okay, sicher. Ihr seid nicht so streng, okay? Oh, Lisette. Oha. Okay, dann mal noch ein bisschen was zu suchen. Das muss ich dann aber in der nächsten Episode machen, denn heute habe ich leider nicht so viel Zeit. Ich hoffe, es gefallen mir auf jeden Fall. Ich bin gespannt, es geht immer noch weiter hier. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt schon am Ende sind, aber ein bisschen kommt noch. Ich denke mal, dass wir hier mit Lisette noch vielleicht ein, zwei Sachen noch haben. Dann sind wir aber definitiv durch und wir haben das Bonuskapitel auch noch. Also wir haben noch
Na, scheint noch ein bisschen was zu sein. Das ist auf jeden Fall wieder ein Spiel wie die ersten Faircroft Antiques Teile, wo du wirklich, da kannst du wirklich Zeit drin verballern. Also 10 Stunden hatte ich da dann da schon fast voll gekriegt. Das geht schon. Aber es ist ziemlich nice, bis auf diese, ja, wie soll man sagen, Anagramm-Spiele da, also diesen Wortsalat, das ist nicht so nice, muss ich zugeben. Da, naja, man bekommt da irgendwie durch. Zumindest muss da durchklicken. Wir schauen mal. Ich hoffe, es hat gefallen, mir auf jeden Fall. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.